Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Cosmos Quest, werte Freunde der exorbitant ausufernden Evolutionstheorie. Wir machen nicht das schreckliche Minispiel, zur Abwechslung mal nicht, sondern wir machen dieses schreckliche Minispiel und gucken mal, was wir bekommen. Eventuell bekommen wir einen von den neuen Helden, denn es gibt Helden, es gab einen Patch und es gibt neue Sachen und ich... Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Legendary Hero Bitches. Nice. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich damit mache, aber ich schätze, das finden wir hier raus. Ah, cool. Den kann ich jetzt einfach irgendwo mit zupacken, ja? Kann ich den für die Daily Quest verwenden? Fancy. Das, ich muss mal ganz kurz hier in die Patch Notes gucken. Wobei... Ja, die Patch Notes, also zumindest die auf Congregate in den Game News stehen, die kann man, glaube ich, auch einfach total knicken. Prinzipiell wurden die Helden neu eingeführt und es wurde ein bisschen an dem Battle-Dinget hier rumgeschraubt. An dem Daily Quest-Dinget wurde ein bisschen rumgeschraubt. Ich finde natürlich herzlich wenig, ne? Oh, wobei, wenn wir den mal an zweite Stelle packen... Wie viel halten der aus? Okay. Okay. Das ist ein bisschen krass. Das wertet den schon deutlich auf. Keine Frage. Okay. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch... oh Gott, so viele Neuigkeiten. Und ich nehme das gerade alles so als gegeben hin und denke mir so, ja, ja, passt schon. Krass, aber der ist echt mal 2670 ist schon hart. Ja, easy victory, würde ich sagen. So, mal gucken, ob wir das jetzt immer noch machen können. Ah, gegen Luft bringt das... Also wir haben hier halt keinen Luftgegner, das ist so das Problem. Dann setze ich den mal an dritte Stelle. Und dann brauchen wir mal dich vorne. Dich hier. Das ist so krass, dass man ihn einfach mit reinziehen kann und der halt nichts kostet. Das macht das Ganze schon relativ crazy. So, die canceln sich auch. Jetzt, oh ne, hält sogar mehr aus. Okay, easy. Ja, ist völlig egal, kann ich irgendwas hinpacken. Krass, das hebt meine Laune gerade ein bisschen. Das sollte nämlich meinen Fortschritt auch ein bisschen beschleunigen. Ist natürlich schon echt ein bisschen Imbalance. Also, kurz zur Sache. Die Daily Fights, nicht die Daily Quests, die Daily Fights, bedeutender Unterschied. Daily Fights wurden so geändert, dass sie halt mehrere Stufen haben. Okay, die schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Auf jeden Fall kann man hier jetzt drei nach Winter Obtain 10 Universe Marbles. Man kann hier eben mehrere Kämpfe pro Tag machen, es ist nicht nur einer. Man bekommt dann nicht fix einen 0,3% Bonus statt 0,1%, sondern man kann das eben so weit hochpushen, je nachdem wie viele Level man schafft. Und außerdem wurden diese Helden neu eingeführt, die kann man entweder ja, aus einer Kiste ziehen, wie ich gerade, sehr erfolgreich, oder man kann sie im Shop halt für echt Geld kaufen. Das ist so... Ich weiß nicht, das wirkt so ein klein bisschen wie... Hey, wir müssen unbedingt mehr Geld mit dem Spiel verdienen. Außerdem verkaufen wir jetzt diese Keys, damit man mehr Kisten aufmachen kann. Das ist so... Ich weiß nicht. Aber die Heroes sind eben insofern relativ krass, dass sie eben... Kann ich den hier einfach mit reinziehen? Boah, na dann. Und hier kann ich ihn trotzdem weiterverwenden, ja? Okay. Dann lass mir doch mal gucken, was wir hier für Monster haben. So, wir haben Feuer, Luft,
Feuer, Luft, Erde, Wasser, Feuer. Feuer, Luft, Erde, Wasser, Feuer. Feuer. Luft. Erde. Wasser. So, lassen wir erstmal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Wie der die halt einfach im Alleingang platt macht. Okay. Ernsthaft? Jetzt fängt hier jemand an zu bohren im Haus. Why? Why, though? Okay, das ist blau-grün, blau-grün, blau-grün. Ja, easy going. Okay, das macht vieles einfacher. Das macht sehr vieles sehr viel einfacher. Außerdem kriegen wir jetzt krass Follower dazu. Und zwar nicht eben wenig. Das heißt, wir können hier eben auch aufrüsten. Jetzt fangen auch noch an, Glocken zu läuten. Alter, wo bin ich denn hier? Drücke ich einmal auf die Aufnahmetaste. Sofort ist hier Alarm. Ich habe nicht mal das Fenster offen. Oh, Alter, Leute. Ist das euer Scheißernst? Warum läuten auf einem Mittwochabend um 18 Uhr hier irgendwelche Kirchenglocken? Wahrscheinlich klingelt es gleich noch an der Tür und irgendein Nachbar möchte sein Paket abholen. Würde für wetten. Bevor wir hier mit den ganzen Kämpfen weitermachen, machen wir mal eben kurz die Stats. Das wäre vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Wir sind bei 14, naja, fast 15 Tagen, aber prinzipiell sind wir bei 14 Tagen. Wir sind immer noch beim Mastermind. Und wir sind... Oh, ich habe... Warte, was habe ich denn so viele Challenges geschafft? Ach, ich habe hier mal so ein bisschen Gambling gemacht. Da hatte ich nämlich noch gar nichts hier irgendwie an Challenges. Das habe ich mal mitgenommen. Aber nee, hier in Wirklichkeit. Aber ansonsten ist hier nicht so richtig viel passiert. Hier sieht es halbwegs gut aus. Also es wird sehr, sehr langsam. Wir brauchen immerhin keine 1,2 Millionen Jahre mehr. Sondern nur noch, wie viel sind das? 3, 5, 5, 2, 9, 8, 3 Stunden durch 24 durch 365. Ja, wir brauchen nur noch 405 Jahre. Das ist auch schon mal was. Also so allmählich. Aber vor allem kriegen wir jetzt, das ist halt relativ krass, also der Held macht das so viel schneller jetzt. Also, A, ist der hier total gut, wenn er denn gezogen wird, um hier einfach mehr Kämpfe zu gewinnen. Kommt natürlich darauf an, dass man die richtige Reihe kriegt. Dann kommt man hier auf jeden Fall krass viel weiter, da gucken wir auch gleich nochmal. Man kommt beim Daily Quest deutlich weiter. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Alter, das ist schon Stufe 5. Das ist natürlich hart. So, dann packen wir den nochmal da rein. Dann sind wir auch so gut wie pleite, oder? Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, läuft. Nice. Und jetzt kriegen wir halt 0,6% Bonus schon. Okay, ich glaube, dagegen komme ich einfach nicht mehr an. Das ist schon ein Tier 6 Monster, ne? Ne, das ist ein... Was ist das Tier 4? Was sind da? Achso, das ist Luft. Hoppala. Tier 5. Tier 5. Tier 5. Tier 4. Tier 4. Nein. Ich glaube, da komme ich einfach nicht mehr gegen an. Aber es ist schon krass, wenn man mehrere Helden hat, dann da haut es das natürlich schon ganz schön raus, weil man einfach seine Kosten massiv senken kann. Das ist schon ein bisschen crazy. Wie weit kommt denn der alleine so? Okay,
Okay, der cancelt das Vieh auch noch mit weg. Das heißt, wir können hier... Das ist nur ein Tier-4-Monster, ne? Hier ist auch Tier 5. 18.000 ist halt ein bisschen happig. Ist mir vor allem zu happig dafür, dass die sich halt gegenseitig einfach nur canceln. So, das sind nur 16.000. Wie weit kommen wir damit? Ja, das passt doch auch. Okay. Dann haben wir immer noch 8.000 offen. Das wird zwar wahrscheinlich nicht reichen. Nee, okay, das können wir halt total vergessen. Das wird nichts mehr. Das sieht jetzt zwar noch kurz nett aus, aber... Wait. Ich finde es krass, dass der eine grüne Mogel hier... Na ja, gut, das Ding hat natürlich wenig Hitpoints, ne? Dang it, das reicht nicht ganz. Reicht das, um da weiterzukommen? Gegen den Feuermokel? Das reicht total. Dann schaffen wir das doch noch. Dann schaffen wir das total. Dann kann ich hier nämlich das Vieh reinsetzen. Bam! Und dann rocken wir das Level hier auch noch fett. So. Sweet. Okay, das ist jetzt aber wirklich ein Tier-6-Monster und da bin ich jetzt, glaube ich, wirklich raus. Nein, das ist jetzt wirklich eine Nummer zu krass. Vor allem, zieht euch das mal rein. Ich habe hier... Oh, wait. Ich habe hier 99.000? Okay, der Held zählt offenbar für relativ viel. Ich frage mich, ob man die Helden irgendwie leveln kann oder so, weil da hatte unten irgendeine Zahl dran stehen. Toll. Research. Der hat hier ja irgendeine Zahl dran stehen. Hier so eine 1. Level 1. Ach, der macht auch, dass alle Kreaturen 2 weniger Schaden bekommen. Das ist natürlich auch schon nice. Deswegen funktioniert das so gut. Ich wundere mich hier. So, dann können wir hier mal weiter gucken. So, erstmal die Liste. Oh Gott, das ist ja übersichtlich. Okay, wir setzen ihn auf jeden Fall eher so an dritte Stelle oder so. Und wir fangen an. Das erste war das erste grün? Ne, blau. Okay, das heißt, wir fangen dann mal hiermit an. Reicht das schon, um einen Platz zu machen? Jo, alles klar. Dann reicht das völlig hin. Wieso? Das ist ein bisschen weird. Und ja, nein, Moment, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. So, wie weit kommen wir denn da? Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. Dachte ich mir irgendwie. Okay, also mit 5 Monstern kriegen wir es auf jeden Fall hin. Mit 5 Monstern ist easy. Und das gibt halt auch nochmal 500 Follower. Ja, die kriege ich jetzt schon oben drauf. Da muss der Kampf hier unten gar nicht mehr ablaufen. Die Follower habe ich gerade schon drauf gekriegt. So. Nice. Wie sieht's hier aus?
Gegen was müssen wir da antreten? Ach, fuck, ich wollte... Ist ein bisschen blöd, dass man das nicht im Nachhinein angezeigt hat. Okay, das ist Feuer, Luft, Feuer, Luft, Feuer, Luft. Okay. So, wait, wir hatten Feuer, Luft. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ohne Pop. Krass, vor allem haben wir fast mal den gleichen Wert, ne? Okay, das war nicht so erfolgreich. Du bist noch zu schwach. Okay, du hältst nicht genug aus. Ist ein bisschen bedauerlich. Ja, wobei. Ich da mal hinpacke. Da haben wir fast gar nichts mehr über. Wie sieht das denn so aus? Nicht so geil, okay. Nee, das können wir. Okay. Du bist auf jeden Fall eine Nummer zu krass. Dann packen wir hier mal zwei Nixen hin. Wie weit kommen wir damit? Okay, die canceln sich dann. Dann setze ich Hero-Sun, glaube ich mal, gegen... Ja, das geht, glaube ich, ganz gut. Oder auch den nehme ich weg, kriegt dann aber auf den Sack. Aber die canceln sich dann wenigstens noch. Okay, und dann muss ich Feuer, Luft, Feuer, Luft. Also brauche ich Grün, Blau, Grün. Das könnte reichen. Ich habe nicht geguckt, ob ich oben was dazu bekomme. Aber es reicht easy. Nice. Ja, dann sind wir doch hier ein ganz gutes Stück weitergekommen, auf jeden Fall. Nein, nicht nochmal kämpfen, danke. Wie sieht es hier aus? Oh, guck mal, da haben wir auch noch ein bisschen was frei. Können wir hier nochmal einen Kodama hinsetzen und hier nochmal eine Flame. Dann füllt sich das hier doch allmählich. Alter, die Helden sind echt ein bisschen über. Ich meine, ich habe wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass ich direkt einen Legendary Hero gezogen habe. Hätte ja auch nur ein Rare sein können oder so. Aber das gibt jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Fortschritt. Nicht ultra viel. Ich habe mir hier übrigens einen Multiplier inzwischen mal mehr gekauft. Aber okay. Ja, verrückter Stuff. Legendary Rare. Es wäre nett, wenn ich hier durchscrollen könnte, um zu gucken, was es noch gibt. Es wäre auch nett, wenn man irgendwo einfach mal gucken könnte, was es halt so... Ist das ein Rare Hero? Nee, ich möchte keine Creds kaufen, danke. Ich wollte mir eigentlich nur den Helden genauer angucken. Weil das ist halt so ein Ding. Und ich wüsste ganz gern, wie ich die Helden level. Vielleicht steht das irgendwo im Forum. Weil die Patch Notes hier sind, ist halt so Add New Battle Feature Heroes. Und das ist halt alles, was zu den Helden da steht. Das ist ein bisschen atzig. So, aber die Patch Notes im Forum könnten vielleicht ein bisschen ausführlicher sein. Heroes are the new battle unit that and they are designed as a support unit to help your monsters in battle. Monsters in battles. Every hero has a skill effect. Your monster. Oh Gott, Alter, das ist hier auch ein bisschen seltsam geschrieben. Every hero has a skill that affects. Okay, es sind einfach Rechtschreibfehler drin, deswegen verwirrt mich das so beim Lesen. That affects your monster setup in the battle.
But it only works when your hero is alive. Ja, okay, macht Sinn. Using a hero in your grid doesn't cause... Ja, okay. Every time you obtain a repeated hero in the chests, your hero will win a level up. Okay, also wenn wir den gleichen Helden zweimal aus einer Kiste ziehen, oder dreimal oder viermal, dann levelt er halt. Okay. Okay, das ist doch mal eine Ansage. Ja gut, dann freue ich mich jetzt noch mal ein bisschen Keks, würde ich sagen, dass das mit den Helden so gut geklappt hat. Und ich könnte fast resetten, oder? 1,5-fach und ich hätte schon ganz gern hier irgendwie mal 1E48 für den nächsten Multiplier, beziehungsweise 2E48 für den nächsten Multiplier und um hier eine Farbe weniger. Wann kriege ich denn hier den nächsten Bonus? 14 Minuten. Na, dann warte ich mit dem Reset nochmal 14 Minuten. Das ist okay. Das kann man machen. Dann kann ich mir in der Zeit mal was zu essen klar machen. Ich habe mich heute nämlich bislang extrem beschissen ernährt. Und habe so eine Vierteltüte Chips gegessen und das war's. Und nee, stimmt gar nicht. Zwei Tomaten habe ich noch gegessen. Wenigstens was halbwegs Gesundes. Dafür war ich aber auch schon sportlich aktiv. Hab nämlich vorhin gedacht, so Alter, ist total geiles Wetter draußen. Blauer Himmel, 22 Grad, kaum Wind, Nachbar der Wände kaputt bohrt, Grund rauszugehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie laut man das in der Aufnahme hört, aber ja, so sah es aus und dachte mir, boah, eigentlich hast du nicht so Bock zu skaten. Also du hast schon Bock zu skaten, aber du bräuchtest irgendwie mal eine neue Strecke. Und das ist halt immer so das Problem, wenn man mit Skates unterwegs ist, braucht man halt einfach einen relativ vernünftig asphaltierten Weg, um irgendwo fahren zu können. Und ich habe ja halt so für meine 20-Kilometer-Touren so meine zwei Standardstrecken, aber darüber hinaus wird es halt irgendwie schwer und auf meine zwei Standardstrecken hatte ich halt nicht so Bock. Dann habe ich halt gesagt, okay, Arschleckenfeuerwerk, gehst halt nicht skaten, sondern gehst tatsächlich mal joggen. Schließlich, Alter. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Das Leute, der hat vorhin schon irgendwie mal gebohrt. Das ist jetzt im, keine Ahnung, der bohrt hier so in 20-Minuten Abständen dann immer mal. So, keine Ahnung, als ich hier Lampen angebaut habe, war das halt, okay, dahin, 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 dahin. Und dann war halt innerhalb von einer halben Stunde, waren alle Löcher gebohrt. So. Ich habe halt keine Ahnung, warum Leute über Stunden hinweg, aber gut, vielleicht muss er irgendwas total Krasses an die Wand bauen. Seine Freundin oder so. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, ich gehe mal joggen. Und ich war halt, keine Ahnung, bestimmt 2 Jahre, so 1,5 Jahre, eher 2 Jahre nicht mehr joggen. Halt immer nur skaten. Und joggen ist halt schon nochmal eine andere Nummer. Also A, natürlich ist es anstrengender. Und B, beansprucht das in den Beinen natürlich auch schon nochmal die Muskeln anders oder andere Muskelpartien als Skaten. Und ich dachte mir so, ach naja, mal gucken, wie weit du kommst. Und 7 Kilometer ist jetzt nicht die krasse Strecke, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich 7 Kilometer schaffe. Und bin halt einfach mal so aus dem Stand 7 Kilometer gejoggt. In, keine Ahnung, einer Dreiviertelstunde oder so. Ist jetzt nicht die schnellste Zeit, auf keinen Fall. Ist halt alles andere als rekordverdächtig, aber dafür, dass ich halt in der Hinsicht null trainiert bin, fand ich es eigentlich ganz okay. Mal gucken, wie viel Muskelkater ich morgen habe. Wobei, also es geht im Moment eigentlich noch. Es fühlt sich im Moment eigentlich alles noch ganz gut an, so von den Oberschenkeln her. Mal gucken. Von den Waden her eigentlich auch noch alles schön. Von daher, ich lasse mich mal überraschen. Ich hatte so nach 5 Kilometern schon irgendwie das so ein klein bisschen das Bedürfnis, mich zu übergeben. Aber dachte mir so, nein, Arschlecken. Läufst deine dritte Runde jetzt auch noch zu Ende und dann machst du die 7 Kilometer voll und dann hör mal auf rumzuweinen. Von daher, abgesehen davon, möchte ich eigentlich, glaube ich, eh mal wieder ein bisschen mehr joggen, weil es einfach wetterunabhängiger ist. Also Skaten bei Wind, also bei starkem Wind, ist halt schon eher atzig und bei Regen erst recht. Weil A, versaut's dir die Kugellager und B wird halt mit dem komischen Gummi, keine Ahnung aus, was die Rollen sind, wird halt Asphalt super, super rutschig, wenn es regnet. Von daher
Ist mehr Joggen, glaube ich, einfach mal eine sinnige Sache. Mal gucken, ob ich mich da mehr zu aufraffen kann. Ich raff mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf, was Vernünftiges zu essen zu machen. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, haut rein und tschüss.